Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit der EU-Osterweiterung können wir beobachten, wie jährlich Hunderte von jungen Frauen, überwiegend 18- bis 20-jährige Mädchen fast, hauptsächlich aus Bulgarien und Rumänien, nach Deutschland in die Prostitution verbracht werden. Die Methoden dieser mafiösen Strukturen sind uns aus den Medien, aus dem Fernsehen ja hinlänglich bekannt. Aber auch das Lagebild Menschenhandel des Bundeskriminalamtes berichtet von der häufigen Anwendung von physischen und psychischen Gewaltanwendungen, falschen Versprechungen über die Arbeit, die zu verrichten ist, die sogenannte Loverboy-Methode oder einfach nur dem Willen der jungen Frauen, aus Verschuldung und Armut zu fliehen. Letzteres geht sogar so weit, dass junge Frauen die Schulden ihrer Familie in der Prostitution abarbeiten. Das Prostitutionsschutzgesetz zum Schutz dieser Frauen wurde im Oktober letzten Jahres im Bund beschlossen und ist am 1. Juli diesen Jahres in Kraft getreten. Der Referentenentwurf wurde bereits am 29. Juli 2015 veröffentlicht und vorher gab es eine lange, lange Diskussionsphase. Insofern hätte die Landesregierung ausreichend Zeit gehabt, uns einen Ausführungsgesetzentwurf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vorzulegen. Andere Länder, wie Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, waren da deutlich schneller. Die Landesregierung legt hier einen Gesetzentwurf vor, in dem die meisten Aufgaben auf die Kommunen übertragen werden. Das halten wir auch für richtig, denn bei diesen Aufgaben geht es nicht ohne lokale Ansprechpartner und Kenntnisse und auch die Gebührenfreiheit ist absolut in unserem Sinne. Allerdings hat man sich mit den Kommunen nicht über den Ausgleich der entstehenden Kosten auch nur annähernd einigen können. Im grün-schwarzen Koalitionsvertrag steht zu lesen, ich zitiere, das Land versteht sich als fairer und verlässlicher Partner der Kommunen. Fragen Sie doch bitte mal die Kommunen, ob sie sich in dieser Angelegenheit fair und verlässlich behandelt sehen. Ich glaube kaum. Für uns ist klar, wenn das Land den Kommunen neue Aufgaben zuordnet, muss es die entstehenden Kosten auch ausreichend ausgleichen. Die Kommunen fühlen sich jedoch mit ihrer Kostenfolgeabschätzung vollkommen über den Tisch gezogen. Jetzt sagen Sie vielleicht, wir machen doch nach § 4 Absatz 3 und 4 des Ausführungsgesetzes einen nachträglichen Ausgleich entsprechend der aufgrund des Gesetzes anfallenden Kosten. Aber, sehr geehrter Herr Minister, es ist doch schon jetzt absehbar, dass Dolmetscher für die Informations- und Beratungsgespräche notwendig sind und sich damit auch die Dauer der Gespräche verlängern wird. Warum also berücksichtigen Sie das nicht? Ebenso wenig berücksichtigen Sie einen realistischen, durchschnittlichen Zeitbedarf für die Anmeldung sowie auch für das Informations- und Beratungsgespräch. Auch das notwendige Qualifikationsniveau der Mitarbeiter wird außer Acht gelassen. Und das, obwohl der Hauptteil der Arbeit unzweifelhaft von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen oder auf vergleichbarem Ausbildungsniveau erledigt werden muss. Für uns ist die massive Kritik seitens der Kommunen berechtigt, denn sie befürchten zu Recht, dass sie auch nach einer Evaluation auf den erhöhten Kosten sitzen bleiben. Das wird auch durch Ihren Hinweis, dass Sie sich an der Kostenschätzung der Bundesregierung orientiert haben, nicht wirklich besser. Ich lese Ihnen dazu aus der Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Ich zitiere, der Bundesrat stellt fest, dass die Kosten, die mit dem Gesetzentwurf für die Haushalte der Länder und Kommunen verbunden sein werden, im Gesetzentwurf nur unzureichend spezifiziert und ausgewiesen sind. In der Berechnung des Erfüllungsaufwandes der Verwaltung sind beispielsweise die Mehrkosten für Widerspruchsverfahren oder für Übersetzungen und Sprachmittlung nicht enthalten. Ich frage mich, warum Sie, Herr Minister Lucher, dann bei der entscheidenden Sitzung des Bundesrates am 23. September 2016 nicht der Ausschussempfehlung gefolgt sind. Dort gab es eine Ländermehrheit dafür, gerade aufgrund der nicht nachvollziehbaren Kostenschätzung den Vermittlungsausschuss anzurufen. Sie haben leider mit dazu beigetragen, dass diese Mehrheit im Plenum des Deutschen Bundesrates damit nicht zustande kam. Nordrhein-Westfalen hat anders gehandelt und aus den von mir vorhin genannten Gründen die eigene Kostenfolgeschätzung gegenüber der Bundesregierung um 50%, ich wiederhole, um 50% erhöht hat. Ich kündige jetzt schon an, dass wir entsprechende Änderungsanträge in die Ausschussberatungen einbringen werden. Außerdem fordern wir, dass im Gegensatz zu dem uns jetzt vorliegenden Gesetzentwurf wieder eine Regelung zur Gültigkeit der Anmeldebescheinigungen aufgenommen wird. Nämlich so, wie sie auch im Anhörungsentwurf ursprünglich formuliert war. Oder sogar noch schärfer. Denn durch die Bordellbetreiber organisierten Ortswechsel der Prostituierten führt es dazu, dass Prostituierte fortlaufend aus ihren sozialen
Bezügen vor Ort gerissen werden. Eine erneute Anmeldung macht ihnen deutlich, wo sie vielleicht Hilfe bekommen können. Ein Abdrängen der Prostituierten in die Illegalität befürchten wir dadurch nicht. Ich glaube, ich muss anhand dieses Beispiels einmal erläutern, warum wir eher mehr als weniger verpflichtende Hilfsangebote fordern. Wir glauben nicht mehr an das Märchen von der selbstbestimmt arbeitenden Hure. Für Frauen und speziell auch für kaum 18-jährige Mädchen ist das kein Beruf. Und ich möchte auch nicht von einem Beruf in diesem Zusammenhang sprechen. Ich habe in den letzten Jahren viele Gespräche mit Beratungsstellen und übrigens auch mit Frauen, die in der Prostitution sind, geführt. Ich habe die Berichte der Kriminalpolizei gelesen, die im Übrigen weiter tiefergehender sind als die Antworten der Landesregierung auf meine Anträge dazu. Mein Bild von der Prostitution in Deutschland und speziell auch in Baden-Württemberg ist, dass nahezu alle Frauen nur unter physischem, psychischem und großem finanziellen Druck und ohne Ausweg in der Prostitution arbeiten. Das gilt besonders für die 18-jährigen Mädchen, die den Freiern immer wieder als neue, frische Ware aus Rumänien oder Bulgarien in der Begleitung von Männern, denen ich und Sie wahrscheinlich auch nicht begegnen möchten, in den Bordellen vorgestellt werden. Ich habe ein anderes Bild von der Prostitution und deshalb halte ich es für besser, die jungen Frauen erhalten mehr Information und Beratung als einmal zu wenig. Und das bitte in einer Sprache, die sie verstehen, also mit der Hilfe von Sprachmittlern. Ich komme zu einem weiteren wichtigen Punkt. Mit dem neuen Prostituierten-Schutzgesetz benötigt der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes eine Erlaubnis von der zuständigen Behörde, also künftig der Stadtverwaltung bzw. des Landratsamtes. Diese Erlaubnis soll ihm insbesondere versagt werden, wenn er dafür offenbar nicht die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Die allermeisten Informationen, die ein Kommunalbeamter dazu benötigt, sind aber in der Kommune in der Regel gar nicht vorhanden, allerdings auf dem Polizeicomputer. Deshalb müssen künftig unsere Kommunen und auch die Polizei viel, viel enger zusammenarbeiten. Und hierbei steht in der Tat eine Güterabwägung an. Es geht zum einen um den Schutz der Prostituierten und zum anderen um den Schutz von Daten, die ich in unserem Rechtsstaat auch Bordellbetreibern zugestehen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie ahnen schon, in welche Richtung ich gehen möchte. Für mich ist der Schutz von vulnerablen Mädchen und jungen Frauen eine deutlich höhere Bedeutung als der Schutz von Bordellbetreibern. Leider hat mir die Landesregierung auf meinen entsprechenden Berichtsantrag diese Priorität nicht bestätigt. Und deshalb werde ich diese äußerst wichtige Frage in den Ausschussberatungen noch einmal zum Thema machen. Zusammenfassend stelle ich fest, die Landesregierung, in diesem Fall federführend die Herren Minister Lucha und Strobel, nutzen nicht die Chancen, ein auf der Bundesebene durchaus nicht unumstrittenes Gesetz auf der Ebene unseres Bundeslandes zu erweitern und damit den Schutz für die Prostituierten zu verbessern. Und sie haben es nicht fertiggebracht, mit den Kommunen, die hauptsächlich ja das Gesetz ausführen müssen und im Übrigen auch wollen, eine faire Absprache über die Finanzierung der wirklich notwendigen Kosten zu treffen. Und das ist kein Meisterstück. Und lassen Sie mich noch eines deutlich zum Schluss sagen. Es geht hier nicht um ein niederschwelliges Verwaltungsverfahren. Das Gesetz bietet uns die Chance, die Notsituation der Frauen zu erkennen und vielleicht auch die dahinterliegenden kriminellen Strukturen zu sehen. So wie Sie jetzt dieses Gesetz vorlegen, haben Sie dieses Ziel nicht im Blick. Ihr Gesetzentwurf ist unambitioniert, halbherzig. Es wird das gesetzte Ziel verfehlen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns die gravierenden Mängel dieses Gesetzentwurfs gemeinsam in den Ausschussberatungen beheben und vielleicht bei anderer Gelegenheit generell über dieses Thema diskutieren. Denn Sie haben es zu Recht erwähnt, Ihre Vorgängerin war da sehr ambitioniert und mutig auf dem Weg. Vielleicht folgen Sie diesem Weg weiter. Herr Minister, Sie wissen.